Ja, hallo, ich bin René, ich grüße euch und ich möchte euch heute wieder eine Gitarre vorstellen und das mal ein bisschen Geschichtsunterricht verknüpfen. Ihr seht schon, unschwer zu erkennen, das Modell eine Telecaster. Um genau zu sein, eine Thinline Telecaster. Ja, 1950 ist die Telecaster als erste massenproduzierte E-Gitarre auf den Markt gekommen. Damals mit nur einem Tonabnehmer und kurze Zeit später kam dann der zweite Tonabnehmer hinzu. Sie nannte sich dann nicht mehr Esquire, so wie der Einführungsname gewesen ist, sondern Broadcaster. Da gab es dann aber einen kleinen Rechtsstreit mit der Firma, wer war es denn? Rage. Und deswegen war die Tele kurzzeitig namenlos und deswegen auch Nocaster genannt. Und aufgrund des Fernsehens, das gerade zu der Zeit in den amerikanischen Wohnzimmern Einzug hielt, kam Leo Fender auf die Idee, dieses Modell Telecaster zu nennen. Ja. Ja, aber das ist noch lange nicht die Variante, die wir hier haben. Viel ist gleich geblieben. Ja, von der Bestückung her hat sich die Gitarre in den vielen Jahren kaum geändert. Ihr habt vielleicht schon mal Teles gesehen, die zwei Humbucker haben. Das ist die Variante von 1972. Ja, aber prinzipiell ist sie eigentlich fast unverändert, auch so wie wir es jetzt hier sehen, die aktuellen Modelle. Ja, und ungefähr 18 Jahre nach ihrem Erscheinen wurde die Tele in überarbeiteter Form, und zwar als Gitarre mit Hohlkörper, nochmal auf den Markt gebracht, als sogenannte Thinline. Ja, die Idee dazu kam vom deutschen Roger Rossmeisel, also Rossmeisel dann wahrscheinlich eher, und der hat quasi aus der Tele eine Semi-Akustik gemacht. Und genau dieses Thinline-Modell haben wir hier von der Firma Basslab. Und wie gesagt, hat der Roger Rossmeisel damals schon versucht, einfach nur eine leichtere Telecaster-Variante auf den Markt zu bringen. Bei Heiko Höpfinger von der Firma Basslab ist es nicht ganz anders. Er hat ja eigentlich seine Gitarren, die so ein bisschen futuristisch aussehen. Ich habe euch ja schon einen vorgestellt. Ja, und er hat sich nun das meistverkaufteste Thinline-Modell geschnappt und hat sich gesagt, für die Fans der klassischen E-Gitarre bringe ich auch was auf den Markt und ja, das ist dabei rausgekommen. Im Prinzip sieht sie haargenauso aus wie die Thinline, ne? Wir haben hier das klassische Schlagbrett, wir haben hier den Switch, auch im klassischen Design mit den Potis, Lautstärke und Klang. Dann natürlich auch die Bridge mit den drei Zetteln, wie wir sie kennen von der Tele. Ja, und wie ihr gesehen habt, den schrägen Tonabnehmer hinten, der übrigens schräg ist, auch schon damals bei den Original-Teles, um die Bassanteile ein bisschen zu betonen. Die Mechaniken sind geschlossene Cluson-Mechaniken mit, ja, gekapselt, aber nicht versiegelt. Ja, also eventuell mal ein Tropfen Öl oder so rein. Ja, im Prinzip so klassisch, wie es nur geht, ne? Ja, hier vorne noch am Steg der Tonabnehmer mit Kappe. Die war übrigens drauf bei den Teles, um Störgeräusche ein bisschen zu vermeiden. Ja, und natürlich die klassische gelbe Farbe. Nicht ganz das TV-Yellow, das übrigens so heißt, weil diese Farbe damals im Schwarz-Weiß-Fernsehen irgendwie sich am besten abgehoben hat. Ist wahrscheinlich eher dieses Vintage-Cream. Ja, optisch denke ich, ist das eine absolut klassische Tele-Thinline. Ja, und warum baut man sowas jetzt nach, wenn es das schon gibt? Ganz einfach. Basslab hat ja ein spezielles Rezept bei der Gitarrenzubereitung. Und zwar ist diese Gitarre nicht aus Holz. Sie ist auch nicht aus Plastik, nein, sie ist aus einem Kunstharzgemisch. Und was da genau drin ist, das weiß nur Heiko Höpfinger. Auf jeden Fall sorgt dieses Kunstharzgemisch dafür, dass diese Gitarre komplett hohl ist, also vom Kopf über den Hals bis zum Körper, aus einem Stück und hohl. Ja. Das hat zur Folge, dass diese E-Gitarre unheimlich leicht ist. Also 1,9 Kilo ungefähr bringt sie auf die Waage. Damit ist sie ja nicht schwerer als eine Akustikgitarre und
Das hat eine ganze Menge Vorteile. Also gut, für die unter euch, die Sport mit der Gitarre machen, hat es wahrscheinlich eher Nachteile. Aber ja, diese Gitarre ist super leicht. Das heißt, gerade wenn man sie lange umhängen hat oder lange auf dem Schoß, sie hängt sich überhaupt nicht an. Und natürlich ist das nicht der einzige Vorteil, weil Heiko Höpfinger geht es ja nicht darum, leichte E-Gitarren zu machen, sondern ihm geht es darum, Gitarren zu machen, die einen ganz speziellen Sound haben und die das Beste aus dem Sound holen. Jetzt ist er bei diesem Modell ein bisschen an die Form gebunden gewesen. Normalerweise versucht er ja auch noch die Form mit einzubringen, um den Klang zu beeinflussen. Das ist jetzt bei der hier nicht so einfach gewesen, weil er bei wollte sich ja an dem Vorgaben der klassischen Täler. Die liegen nun mal über 60 Jahre zurück. Ja, natürlich heißt dieses Modell auch nicht Telecaster oder Tele oder irgendwas in der Art, sondern das ist eine Theta. Eine Basslab Theta. Und natürlich muss sie auch nicht so aussehen, wie sie auf meinem Schoß ist. Ihr habt eine Menge Optionen. Ihr könnt modernere Mechaniken nehmen, also versiegelte Mechaniken zum Beispiel. Ihr könnt völlig andere Farben nehmen, ganz klar. In Metallic, wenn ihr es braucht. Ihr könnt andere Tonabnehmer haben. Auch das Schallloch muss nicht in der klassischen F-Form sein. Ja, und so könnt ihr aus der Theta, die hier dem klassischen Vorbild der Tele entspricht, euer ganz individuelles Modell machen lassen. Ja, hatte ich übrigens erwähnt, dass diese Gitarre auch kein Griffbrett hat. Ich sag mal so, eigentlich besteht sie nur aus wenigen Einzelteilen, und zwar die komplette Elektronik, die Hardware, ja, und das war's dann auch schon. Selbst die Bundstäbchen sind Teil des Gitarrenhalses. Und wo wir schon mal beim Hals sind, beim Hals ist mir aufgefallen, der ist super dünn, also für Leute mit kurzen Fingern wahrscheinlich optimal, aber auch mit längeren Fingern. Also man hat irgendwie, ja, man kann selbst mit einem kleinen Finger ohne Probleme die obere Seite spielen. Ja, mir gefällt es sehr, dass er halt so dünn ist. Man kommt super rum, also liegt gut in der Hand. Wem es nicht gefällt, es gibt ihn auch ein bisschen kräftiger, aber das wird eh abgestimmt, wenn man sich dann für eine Basslab-Gitarre oder sogar für diese Theta entscheidet. Nochmal zum Switch. Der sieht zwar klassisch aus, aber er hat 1, 2, 3, 4 Positionen, 2 Tonabnehmer. Wie passt das zusammen? Steck mal das Kabel rein. Ja, dass diese Gitarre ohne Verstärker auch klingt, brauche ich glaube ich gar nicht dazu sagen. Ist, denke ich, nicht ungewöhnlich. Wir fangen mal an mit dem hinteren Tonabnehmer. Ja, der klingt sehr nasal. So, das ist der Tonabnehmer hinten. Jetzt haben wir den mal im Vergleich zu dem Tonabnehmer am Hals. So. Nochmal kurz den hinteren. Also hinten der ist nasal, klingt recht quäkig, finde ich gut. Nochmal einen direkten Vergleich. Thank you.
In der zweiten Position sind beide Tonabnehmer aktiv, parallel aktiv. So, und in der zum Hals hingerichteten letzten Position da sind beide Tonabnehmer seriell geschaltet. Es gibt nochmal ein bisschen mehr Druck, nochmal den direkten Vergleich, oder? Parallel. Ja, und da hören wir nochmal einen Vergleich hin. Das war jetzt parallel. Also man hört schon einen deutlichen Unterschied, da ist irgendwie mehr Druck hinter. Und nochmal kurz parallel. Und seriell. Ja, ihr hört's, ne? So, genau. Also, Tongestaltung ist natürlich auch noch drin. Ne? Wir nehmen mal die nasale Position. Für den Halstonabnehmer anhört. Wieder voll rein. Und voll raus. Ja, also ihr habt volle Gestaltungsfreiheit. Wir können ein bisschen Verzerrung mit reingeben. Mal ein bisschen oder viel? Mal ein bisschen. Was man über diese Gitarre erzählen kann. Ich denke, Highlight ist wirklich die Bauweise. Sicherlich auch die Möglichkeit, die beiden Tonabnehmer
nicht nur parallel, sondern auch seriell zu schalten. Also quasi vier Möglichkeiten. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Ja. Dann natürlich die Freiheit, diese Gitarre ganz nach den eigenen Wünschen gestalten zu lassen. Ja, auch da ist mit der Firma Basslab auf jeden Fall ohne Probleme zu reden. Ja. Und ja, ich glaube, eine E-Gitarre mit 1,9 Kilogramm irgendwo anders zu bekommen, ist schon fast nicht möglich. Ja, da kann selbst der zartbeseiteste Gitarrist zwei Stunden, drei Stunden auf der Bühne stehen, ohne über Schmerzen klagen zu müssen. Und was diese Gitarre auch noch bietet, dadurch, dass sie zu hohl ist, ist die Möglichkeit, hier auch mit einem Piezo-Tonabnehmer zu arbeiten. Ist dann für die Leute unter euch, die mehr sowas hier machen. Ja, klingt natürlich dann mit Piezo-Tonabnehmer nochmal ein bisschen anders. Ja, wenn ich auf das klassische Tele-Design anspricht, der kann das natürlich auch in jeder beliebigen anderen Form haben. Also die Strat-Anhänger unter euch, einfach mal mit Basslab sprechen. Ist dann sicherlich ein bisschen mehr Aufwand, die Gitarre zu bauen. Die Theta ist auf jeden Fall da. Ja? Also die könnt ihr quasi so ein wenig angepasst an eure Bedürfnisse sofort bestellen. Auch wenn Heiko Höpfinger mit Basslab ja eigentlich eine eigene Linie verfolgt, hat er das klassische Modell meines Erachtens super hinbekommen. Ich glaube, genau das Richtige für die Leute, die die Vorteile einer Basslab-Gitarre genießen wollen, sprich Anschlag, Sustain und was sich natürlich hier alles noch baubedingt und materialtechnisch auf den Klang auswirkt. Ja, weitere Infos zu den Basslab-Gitarren findet ihr natürlich im Internet. Unter anderem auch den Preis, den ich euch aber jetzt auch schon so sagen kann. Also ungefähr 2.800, 2.900 Euro, sowas in dem Dreh, müsst ihr rechnen. Ich denke, es lohnt sich in jedem Fall. Ich könnte die Gitarre jetzt noch 2 Stunden so halten. Das Gewicht ist echt unglaublich. Ja, damit möchte ich diese Ausgabe auch schon beschließen. Also schaut mal bei Basslab vorbei. Ich hoffe, ihr konntet euch ein kleines Bild verschaffen von der Theta, von Basslab. Eine Gitarre, die man stundenlang so halten könnte, die super klingt und ja, quasi ein Klassiker aus der Neuzeit. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ein neues Gitarrenmodell, ein bisschen Gitarrenzubehör. Schauen wir mal. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Bis dahin. Macht's gut.